Mondlandschaft und ein Auto, das aussieht, als wäre es aus der Zukunft gefallen. World in Motion heute unterwegs mit dem wohl spacigsten und abgefahrensten Kleinbus, den man sich zurzeit kaufen kann. Mit dem Hyundai Staria, sieht aus wie so ein Space Shuttle für Außerirdische. Und da gleich mal ein Riesenkompliment an das Design Center von Hyundai, dass sie den Mut hatten, so eine Kiste auf die Räder zu stellen. Was den Show-Effekt angeht, stellt der Staria sicher jeden Lambo und jeden Ferrari in den Schatten. Und die Konkurrenz von zum Beispiel T7 oder V-Klasse sieht dazu im Vergleich eher aus wie einen Schlafwagen. Hier oben, wo normalerweise jeder andere Kleinbus seine Scheinwerfer hat, hat der nur dieses durchgehende Lichtband. Das sieht so aus, als ob da drunter mindestens ein Fluxkompensator oder ein E-Motor steckt. Dem ist nicht so, sondern hier gibt es einen sehr, sehr irdischen, dafür aber auch sehr zuverlässigen Turbo-Diesel. Eine Version mit Wasserstoffantrieb ist in Vorbereitung. Dann haben wir hier unten die Scheinwerfer, ziemlich groß und ziemlich unique im Design mit diesem riesen Kühlergrill. Also die Front ist schon mal richtig Hammer. Ich glaube, Hollywood hätte das nicht besser zeichnen können. Und wenn man sich einen Staria ordert, muss man sich den unbedingt in Schwarz, hier in Abyss Black, mit diesen kupferfarbenen Applikationen bestellen, weil genau so sieht er richtig schön spacig aus. Cool finde ich dazu auch hier das Design und die Lackierung von den Felgen. Was ich auch klasse finde, ist, dass sie dieses Space Shuttle Design hier an der Seite komplett durchgezogen haben. So wirkt das ganze Auto wie aus einem Guss. Der Staria ist knapp 2 Meter hoch, 2 Meter breit und 5,25 Meter lang. Damit ist er zum Beispiel ein ganzes Stück länger als eine S-Klasse. Das Heck sieht auch mal ziemlich abgefahren aus hier mit diesen großen Rückleuchten. Dieses Pixel-Design hier hat schon was, kennen wir ja auch schon vom IONIQ 5. Und jetzt wollen wir mal das Tor zur anderen Welt öffnen. Man muss allerdings aufpassen, dass man nicht gleich einen Kinnhaken kriegt, weil die schwenkt so weit nach hinten aus. Da sollte auch besser kein Auto dahinter stehen. Hier haben wir den Kofferraum, nicht gerade mega, 432 Liter, aber du kannst ihn noch ein bisschen kleiner machen, wenn du nämlich die Rückbank ganz nach hinten ziehst. Finde ich ziemlich praktisch, dass sie sich so bewegen lässt. Gibt mehr Beinfreiheit. Du kannst die Rückbank natürlich auch umlegen. Du kannst aber auch sowohl Rückbank als auch die beiden anderen Sitze ausbauen. Dann sollst du hier drin bis zu 5000 Liter Fassungsvermögen haben. Kannst zum Beispiel hier gleich mit deinem Smart reinfahren oder was immer du noch mitnehmen willst. Also vom Style, von der Optik her finde ich den Staria ziemlich klasse. Bei Hyundai haben sie sich gedacht, wenn wir schon gegen VW Bus und Co. antreten, müssen wir uns was einfallen lassen, weil ein Kleinbus, der aussieht wie ein weiterer VW Bus, das bringt uns nicht viel. Kann man nur sagen, Mission completed. Der Staria sieht wirklich aus wie vom anderen Stern. So, jetzt machen wir mal eine kleine Expedition hier durch das Raumschiff, durch dieses Universum hier aus Lack und Leder. Hier drin fühlst du dich wie in einem Privatjet oder in der First Class, obwohl hier gibt es einige Feature, die findest du in der First Class nicht. Wir haben hier unzählige USB-Anschlüsse, wir haben Staufächer, Cupholder. Dann haben wir hinten das kleine Dreiersofa. Auch natürlich aus Nappa-Leder, mega bequem. Und hier in der Mitte hast du noch eine Ablage, so groß wie eine Minibar im Hotelzimmer. Wenn du im Stau stehst, kannst du da drauf auch gerne eine Runde Schach oder Mühle spielen. Setzen wir unsere Reise durchs Raumschiff mal fort. Das hier zum Beispiel der Captain's Chair, the place to be. Groß, breit und bequem wie ein Massagesessel. Aber im Vergleich zum Beispiel zu einer First Class kannst du hier wirklich alles einstellen, was geht. Du hast das Gefühl, du sitzt zu nah am Vordermann. Überhaupt kein Problem. Du kannst wirklich weit nach hinten fahren. Du hast das Gefühl, du sitzt zu nah am Fenster. Kein Problem. Du kannst sogar ein Stück drüber rutschen. Du hast das Gefühl, du müsstest dich jetzt mal ein bisschen entspannen. Auch überhaupt kein Problem. Es surrt ganz dezent und leise der Sitz nach hinten. Und du hast das Bedürfnis, du möchtest gerne mal die Beine hochlegen, ist auch kein Problem. So.
Also bequemere Sitze gibt es wahrscheinlich nur in der Luxusklasse. Mehr Platz als in dieser Wohlfühl-Lounge wahrscheinlich eh nicht. Wir wechseln jetzt mal vom Captain's Chair in den Driver's Seat und gehen auf die Autobahn mit unserem Luxusraumschiff hier. Und das ist wirklich ein Luxusraumschiff hier. Du fühlst dich hier vorne wie in so einem Flugzeugcockpit, hast die volle Übersicht, große Fensterflächen, riesen Frontscheibe, also Übersicht fast schon wie in einem echten Bus. Und dann sitzt du hier in diesen bequemen Ledersesseln, den klimatisierten Ledersesseln. Also es ist echt richtig, richtig bequem. Fahrkomfort hier auf den ersten Kilometern, kann ich auch gleich sagen, auch super bequem und komfortabel. Wir haben vorne eine Einzelradaufhängung, hinten eine Mehrlenkerachse. Und wie sich's für ein richtiges Raumschiff gehört, kannst du hier natürlich auch drei Stufen zünden. Sprich, wir haben drei Fahrmodi, Eco, Sport und Normal. Aber ich würde mal sagen, normal, wenn du nicht gerade einen Zwischensport hinlegen musst, reicht für die Autobahn allemal. Was das Triebwerk angeht, ist das hier ja der 2,2 Liter Turbodiesel. Kennen wir schon aus dem Santa Fe zum Beispiel. Mit 177 PS und 430 Newtonmeter Drehmoment respektive Schubkraft. Also von der Power her, du legst jetzt keinen Raketenstarter mit hin, aber absolut in Ordnung. Das ist mehr, brauchst du eigentlich gar nicht hier für dieses Auto. Zumal ich weiß, dass etwaige Konkurrenzprodukte nur 150 haben zum Teil. Was die Beschleunigung angeht, je nach Ausführung, zwischen 12,4 und 13,5 auf 100. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Es fühlt sich sogar ein ganzes Stück schneller an. Klar, wir haben hier ein Nebengewicht von fast 2,5 Tonnen Allradantrieb und natürlich eine Stirnfläche, die jetzt nicht gerade mal wie ein Single-Seater gemalt ist. Also natürlich muss er auch einiges verdrängen, um nach vorne zu kommen. Aber er fährt wirklich souverän hier mit den 177 PS, absolut ausreichend, kommst du sehr gut voran. Und was mich begeistert hier an dem Auto ist, wie handlich, wie einfach der sich fährt. Der fährt sich wie ein ganz normales Auto, dieser Luxusfan. Dabei ist er ja 5,25 lang und eben auch nicht gerade ein Leichtgewicht, aber davon spürst du hier kaum etwas. Der rollt extrem souverän, der fährt hier wie auf Schienen über die Autobahn, sehr, sehr sicher. Sehr entspannt das Ganze, das gefällt mir gut. Und du kannst hier auch locker schneller fahren. Also zwischen Richt- und Lichtgeschwindigkeit ist hier alles drin. Lichtgeschwindigkeit sind in dem Fall offizielle 185. Also was mich wirklich begeistert ist, wie unglaublich entspannt, wie relaxed du mit dem hier auch höhere Tempi fahren kannst. 150, 160, 170, überhaupt kein Problem, wenn die Bahn dann mal frei ist. Jetzt schauen wir doch noch mal ganz kurz, 210 dürfen wir mit den Reifen ja fahren, Winterreifen, klar, aber was wir hier so an Höchstgeschwindigkeit rauskriegen. Und er bleibt wirklich absolut sicher und straff in der Spur. Klar, mit dem Gewicht liegt er natürlich auch sehr satt auf der Straße. Also ich würde mal sagen, er fährt mindestens so schnell, wie er aussieht. 185. 86, 87, 88, 89, 190, offiziell sind es 185. Aber auch bei 185, bei Höchstgeschwindigkeit, hast du nicht das Gefühl, oh, das mache ich lieber nur mal kurz, um irgendwie da vorbeizukommen, sondern kannst du auch ganz entspannt fahren, als wärst du hier irgendwie im luftleeren Raum ohne Erdanziehung unterwegs. Also das Fahrverhalten ist schon extrem komfortabel, straff und vor allen Dingen sicher. Also fast schon wie ein Schienenfahrzeug, wie ein intergalaktisches Schienenfahrzeug natürlich, fährt er hier stoisch geradeaus, als würde er sich im luftleeren Raum bewegen, lässt sich überhaupt nicht irritieren. Klar, mit dem Allradantrieb hast du natürlich hier auch super Traktion und Spurtreue. Super zum Motor, überhaupt zum Gesamtpaket hier. Vom Staria passt auch die Achtgang-Automatik. Das ist so eine richtige kleine Zauberbox. Du kriegst überhaupt nicht mit, wie hier die Gänge geschaltet werden. In der Perfektion habe ich das fast noch nie erlebt. Also das ist wirklich super. Du kannst natürlich, nachher wenn wir auf die Landstraße gehen, werden wir das natürlich auch machen, auch noch hier an den Pedals jeweils den gewünschten Gang einlegen.
Was Assistenzsysteme, Luxus- und Komfortausstattung angeht, ist der ja wirklich vollgepackt bis unter das Dach. Ein Feature muss ich euch aber auf alle Fälle noch zeigen. Hatten wir vorhin ja schon mal kurz gesehen, die Rücksitzkamera. Da kannst du voll hinten den Passagierraum überwachen, sprich, du kannst Kontakt mit deinen Passagieren aufnehmen und du kannst mit ihnen sogar auch hier über das Bose Soundsystem auch sprechen. Da musst du gar nicht schreien. Also so mancher Daddy wird da auf Langstrecken bestimmt seine Stimme schonen. Wer jetzt natürlich hier in den beiden Luxussesseln hocken darf und wer hinten auf dem Dreiersofa sitzen darf oder muss, das muss die interne Familien- oder Gruppenhierarchie entscheiden. Aber ich glaube, das dürfte so ein Punkt sein, wo es, wenn man mal mehr als vier ist, doch immer ein bisschen Ärger gibt hier an Bord vom Staria. Wir haben euch hinten ja schon eine ganze Menge von Fächern, Ablagemöglichkeiten, Cupholdern gezeigt. Natürlich auch USB-Anschlüssen. Das geht hier vorne nahtlos weiter. Du hast hier gefühlt 5000 Fächer in diesem Auto. Allein in der Tür hast du drei Ablagen. Hier in der Mittelkonsole. Natürlich auch hier Cupholder drin. Dann hast du hier ein großes Fach vor dem digitalen Cockpit. Genauso wie hinter dem Infotainment-System. Also, wer gerne mal seinen Schlüssel oder sein Handy sucht, der ist in diesem Auto hier genau richtig. Also ich finde, das hier ist das perfekte Raumfahrzeug für die große Reise, sei es in den Urlaub, sei es zum Geschäftstermin quer durch Deutschland. Du bist hier wirklich extrem entspannt und relaxed unterwegs. Und mit diesem 75-Liter-Tank kannst du ungeahnte Weiten erreichen. Du hast hier eine Reichweite von über 700 Kilometer, kannst es auch schaffen auf 750, 780, je nachdem wie viel Schubkraft du einsetzt. Der offizielle Verbrauch sind 8,9 Liter Diesel, klar, auf 100 Kilometer kann mehr werden, wenn das Pedal nach unten geht, aber es geht auch weniger, wenn du dann mal ein bisschen ruhiger durchs Universum cruist. Also Autobahn ist voll das Ding vom Staria hier, das ist so ein richtig komfortabler Raumgleiter. So, und jetzt machen wir mit unserem kleinen Raumgleiter noch einen kurzen Abstecher auf die Landstraße. Und auch hier zeigt sich wieder dieser eindrucksvolle Fahrkomfort. Jegliche Art von Bodenwellen, Unebenheiten, Schlaglöchern filtert der ganz locker weg. Also es ist wirklich ein sehr luxuriöses Fahren hier mit dem Staria. Dabei hat er ja eigentlich ein eher Hyundai-typisches, straff abgestimmtes Fahrwerk. Und das ergibt auch durchaus Sinn. Schließlich, wenn du hier die Hütte voll hast mit 7 Erwachsenen an Bord, dann wiegt das Ganze schon ein bisschen. Und da brauchst du natürlich auch ein bisschen strafferes Fahrwerk. Die Lenkung gefällt mir auch gut, die ist sehr klar, die gibt gute Rückmeldung. Ab und zu spürst du ein bisschen die Antriebskräfte vom Allradantrieb, aber das stört nicht weiter. Die Traktion hier und die Fahrsicherheit ist mit dem Allradantrieb E-Klasse. Und wenn du mal ein bisschen sportlicher, so wie hier, in die Kurven gehst, die Wankbewegungen halten sich wirklich in Grenzen. Also was Fahrkomfort, Fahrsicherheit und natürlich auch Geräuschdämmung und Abrollgeräusche angeht, ist der hier wirklich auf einem Niveau mit zum Beispiel dem Multivan oder der V-Klasse. Er hat natürlich bauartbedingt auch durch den Allradantrieb ein leichtes Untersteuern, wenn du mal in enge Kurven einen Tick zu schnell reingehst. Aber das ist ja eh ein Auto, mit dem du es eher entspannt, eher relaxed angehen lässt und jetzt nicht anfängst, hier auf die Kurvenhatz zu gehen. Also der Staria hier ist eine echte Bereicherung in dieser Klasse. Er kann alles, was ein Kleinbus können muss und noch eine ganze Menge mehr. Die Preise für den Frontantrieb beginnen bei rund 56. Hier Allradantrieb liegt ungefähr bei 58. Aber die Preise verlieren ganz schnell ihren Schrecken, wenn man bedenkt, dass hier wirklich alles, aber auch alles inklusive ist. Das Einzige, glaube ich, was du an Extras noch bestellen kannst, ist außer dem Allradantrieb ein Panoramadach und eine bestimmte Lackierung. Ansonsten tutti completi. Und die Kollegen haben es mal ausgerechnet, ein vergleichbarer Multivan mit dieser Ausstattung kostet bis zu 20.000 mehr. Wer jetzt sagt, der Staria wäre absolut mein Auto, aber 56 oder 58
ist dann doch ein bisschen viel. Es ist auch eine etwas weniger luxuriöse Variante in Vorbereitung. Die soll, so munkelt man, um die 40 kosten. Und es soll auch noch eine Transporter-Version geben, genauso wie ein Modell mit Wasserstoff. Also der Astarria ist wirklich ein sehr, sehr gelungener Kleinbus. Ein neuer Stern, würde ich mal sagen, in dieser Klasse. Er kann vieles besser als die Konkurrenz. Gerade was die Ausstattung angeht, ist ein echter Luxusliner. Und was die Optik angeht, ist er sowieso mal ganz weit vorne.